2048 gibt es den Hunger nicht mehr. Wir leben in einer Welt ohne Hunger, in der nicht mehr die Agrarindustrie, die industrielle Landwirtschaft dominiert und bloß behauptet, die Welt irgendwann in Zukunft zu ernähren. Das ist überwunden, das liegt hinter uns. Und jetzt geht es darum, dass sich die Bauern und Bäuerinnen, die Menschen, die Lebensmittel produzieren, tatsächlich den Raum haben, alle Menschen zu ernähren und das gut. Es gibt nicht mehr sozusagen diesen Tunnelblick, in den Gewerken nur auf ihren Produktionsbereich zu gucken. Und das heißt, es hat sich die Bildung und die berufliche Bildung geändert. 2048 gibt es diesen ganzen Stress nicht mehr. Wir haben Zeit, in Ruhe zu arbeiten, statt die ganze Zeit nur zu überlegen, wie soll ich jetzt diese nächste Aufgabe noch schaffen und wie kann ich irgendwie an genügend Geld kommen, dass sich das Ganze hier lohnt. Es gibt die Konkurrenz nicht mehr zu anderen, sondern es gibt Kooperation. Und es gibt dieses krasse Denken in verschiedenen Klassen oder Kategorien nicht mehr. Also wir denken nicht mehr über Bio oder konventionell nach, sondern sind gemeinsam Leute, die die Menschen ernähren. Also eine positive Vision wäre, dass es wirklich inzwischen wieder Verarbeitungsbetriebe gibt, wo die Menschen gerne arbeiten. Das heißt, die Arbeit wird anders organisiert. Also das, es ist eine sinnstiftende Arbeit, die wertgeschätzt wird, weil du als Produzent den Kontakt direkt zum Konsumenten hast und auch weißt, wo dein Rohstoff herkommt. Ich freue mich auf schönes Arbeiten mit vielen Menschen, mit vielen verschiedenen Menschen in der Landwirtschaft, mit denen wir gemeinsam in vielfältigen Landschaften produzieren. Ich freue mich darauf, dass wir mit einer Vielfalt an Nahrungsmitteln zu tun haben und auf dem Feld verschiedene Sachen stehen, dass es viele verschiedene Gerüche gibt, die Landschaft artenreich ist und wir mit Nutztieren gemeinsam leben und wirtschaften. 2048 wird es verdammt geiles Essen geben, und zwar genug. Es wird vielfältiges Essen geben, genug für alle. Wenn man durchs Land fährt, wird man sehen, dass es viele Menschen gibt, die gut leben können, auch von ihrer Hände und Köpfe Arbeit. Es gibt sehr viel Selbstorganisierung und die Menschen können mitgestalten. Es gibt eine komplett neue Ausbildung in dem Bereich. Also am Beispiel des Bäckerhandwerks zum Beispiel. Du bist als Hersteller, als Produzent in der Lage, den gesamten Prozess zu denken. Also vom Saatgut bis zum nicht weggeworfenen Brot und dich darauf einzustellen. Das heißt, du kannst verantwortlich handeln, verbindest dich mit deiner Arbeit inhaltlich, weil es nichts von dir Entferntes ist, sondern das ist, hat was einfach mit deinem Leben zu tun. Ich glaube, wir brauchen einerseits eine Selbstorganisierung, bei der wir vor Ort die Strukturen aufbauen, in denen wir zukünftig wirtschaften möchten. Zum Beispiel Bauernmärkte, in denen wir mit Leuten in Kontakt kommen und wo wir aber auch miteinander das System auf die Beine stellen, in dem wir später arbeiten wollen. Und gleichzeitig brauchen wir dafür gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Wir brauchen politische Grundsätze und Förderungsmöglichkeiten, die uns erlauben, eben in Freiheit zu gestalten, wie wir arbeiten und leben wollen. Einerseits braucht es weiterhin Bündnisarbeit. Wir müssen uns zusammenschließen, wir müssen uns organisieren. Es ist wichtig, die Selbstorganisierung rund um Ernährung, Landwirtschaft weiterhin zu fördern, zu gestalten, damit es zu mehr Demokratisierung, zu einem demokratischeren Lebensmittelsystem kommt und letztendlich zu mehr Ernährungssouveränität. Und es wird bis 2048 wichtig bleiben, der Grundsatz Widerstand ist fruchtbar.